Guten Tag und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Es geht weiter mit Level 7 der 6. Welt Kühlkammer. Boah, es laggt so ein bisschen. Ich hoffe, das nur bei mir, weil ich das Hauptprogramm quasi als Mirror benutze, um darin zu zocken. Und dass es nicht eine Aufnahme ist. War vielleicht aber auch nur im Loading-Screen so. Ich weiß es jetzt nicht. Okay, schauen wir erstmal, was hier drin ist. Nee, Mann. Moment. Oder ist das einfach das Feature von diesem Level? Wird jetzt alles aufgetaut? Ach, cool. Okay. Nicht alles, aber immer so Teile vom Level. Oder? Ach, wie geil. Oh, es ist so ein Stromlevel. Die sind immer mega cool. Die machen immer richtig Bock zu zocken und sind schön schwer, abwechslungsreich und natürlich auch ein Fest fürs Auge. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, zwischen den Aufnahmen eine kleine Pause zu machen. Und mal kurz den Shop zu besuchen. Naja. Können wir vielleicht gleich zusammen machen oder... Ja doch, ich glaube, das machen wir einfach gleich mal kurz zusammen. So. Und der Trick bei den Leveln hier ist immer Ruhe bewahren. Einfach Ruhe bewahren, sich ein bisschen Zeit lassen. Nichts geschieht durch, auch nicht, wenn man in der Aufnahme ist. Und dann wird das schon. Genauso wie bei den Bonus-Leveln hier. So, hier gibt es ein Herz. Brauchen wir nicht, weil wir einfach viel zu gut sind. Und Donkey Kong wünscht sich wahrscheinlich gerade, er hätte das Ding nicht aktiviert, sondern hätte irgendeinen anderen Weg gefunden, um hier lang zu kommen. Aber Donkey Kong, da muss ich dir sagen... Leider zu spät. Schweige denn, ist wahrscheinlich nicht anders möglich. Ah, das ist jetzt so eine Wippe. Wir dürfen nicht... Ja, okay, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Hier rollen wir, glaube ich, einfach drüber. Nehmen dann hier die Eule mit und springen dann hier anschließend auf die Plattform. Okay, das ist anscheinend etwas schwerer, die Stelle, aber ist ja auch egal. Dafür gibt's nur einen lausigen Ballon. Ey, sag mal. Ja, schönen Dank auch, Mann. Moment mal, das ist ein Fass. Gehen wir doch da einfach rein. Anstatt da irgendwie zu versuchen, hochzuspringen und am besten noch zu sterben, weil wir zu kurz springen, machen wir es am besten einfach so.
Zack. So einfach geht's. Und dann kommen wir hier auch vernünftig raus. Wunderbar. Drückt sich das runter? Nö. Ach so, das ist so ein Zeitspielchen. Ja gut, das war's anscheinend schon. Oh. Hab gar nicht geschnallt, dass da unten der Boden unter den Füßen wegbricht. Aber naja, haben wir ja auch so geschafft. Mittlerweile weiß ich auch hier, wie man diesen Typen gut besiegen kann. Da muss man einfach nur warten, das Ding hochhebt und dann ist fertig. Was macht das Ding? Dadurch, dass wir jetzt keinen Begleiter mehr haben, müssen wir auch hier aufpassen, dass wir überhaupt an das N drankommen. Sonst müssen wir uns leider wieder umbringen. Ich denke, das werde ich mal von dieser Seite aus machen. Und das war eine gute Entscheidung. Machen wir den hier mal weg. Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass da oben das Ding nicht berührt. Hä, was? Okay. Okay, gibt's einen Herd. Nach oben kann man noch bestimmt hoch. Vielleicht aber auch nicht ohne Gehilfen, ich weiß es jetzt nicht. Ja gut, ich habe da oben Stacheln gesehen, wahrscheinlich braucht man dafür einfach Cranky Kong. Kriegen wir schon wieder nicht alle her, alle Puzzleteile. Das kann es doch nicht sein, obwohl ich so gut darauf achte dieses Mal. Schade. Ich weiß nicht, wie man... Ach, wahrscheinlich ducken, ne? Aha, ich bin aber auch blöd. Ich gehe nochmal kurz schauen. Ja, braucht man Cranky. Was ein Scheiß. Mann, ey. Da gibt's hier Cranky. Ah, nein, das ist schon... Ja, okay, wir müssen uns sowieso umbringen. Ich wollte nicht auf den drauf springen. Es ist einfach... Manchmal, wenn man so schräg über einen Gegner drüber springt, dann wird das als auf ihn draufgesprungen gewertet. Und so war es leider auch in diesem Fall. Oh, einen Moment. Mache ich lieber fort. Lass mir wieder etwas mehr Zeit, bevor ich den Kollegen hier töte und mich dann auch nochmal umbringen muss. Ja, so soll es gemacht werden. Alles klar, ich war gerade einfach nur ein bisschen zu blöd dafür. Das kann es doch nicht sein. Und ich hätte es sogar fast geschafft. Dadurch, dass ich da noch Speed drauf hatte. Aber ich wollte halt diesen Sicherheitssprung machen, dass man da nicht weiter rutscht. Ja, komm, mach deinen Quatsch da. Man kriegt ja gleich sowieso nochmal ein Herz, also ist das gar nicht so schlimm. Ach, okay. Dachte, wir hätten den da mit den Sprung besiegt, da wäre ich fast nochmal drauf gegangen.
Das ist der erste Level, den wir spielen, ne? Und schon so eine Scheiße. Ich glaube, ich wurde einfach dadurch aus dem Konzept gebracht, dass man dafür für die eine Stelle da Cranky braucht. Was ich halt echt nicht so geil finde. Ich meine, man hätte sonst noch die Chance bekommen, sich dann einen Partner zu holen in der Nähe. Aber wahrscheinlich machen sie das, damit man ja einen Wiederspielwert hat, sage ich mal. So, jetzt haben wir das scheiß G endlich. Ja, gehen wir einfach ins Ziel. Mir egal jetzt. Ja. Muss ich das Ding halt nochmal mit Cranky durchspielen. Anscheinend sind die Lags halt echt sehr stark im Ladebildschirm vertreten. Bisschen schade, aber naja, was soll's. Es gibt jetzt endlich ein Lava-Level hier in der sechsten Welt mit dem Namen Magma Mia. Ganz lustig schon wieder, die Leute bei Nintendo haben sie wieder alle Register in der Kreativabteilung gezogen. Ganz toll. Was? Eine einzelne Banane oder was? Okay. Ach. Okay. Naja. Wie auch immer. Ich glaube, ich nehme Cranky mit, damit ich einfach dem Part dann direkt das Level nochmal spielen kann. Mit Cranky dann in den Fall. Meine Fresse, das war ein gelungener Übergang. Ich muss schon sagen. Holy shit. Oh. Ich dachte, da wäre ein Secret, aber nö, das ist so ein zerbrechlicher Eisboden schon wieder. Aua. Eine Münze. Rambi? Ein Level? Wie geil! Das hätte ich nicht gedacht. Aber bin ich dankbar. Habe ich nämlich extrem Bock drauf dieses Mal. Oh, da müssen wir uns beeilen. Kommen wir da denn hin? Können wir irgendwas runterfallen lassen oder so? Oder einfach da hochspringen, okay. Ja, gut. Okay, war jetzt ein kleiner Bonus, aber ich dachte ehrlich gesagt, dafür gibt es einen Puzzleteil. Wow. Ach. Ich weiß nicht, was ich dazu soll. Das war's dann halt jetzt auch schon wieder mit Cranky, ne? Was? Das habe ich noch bekommen? Alter. Dann. Ach Mann. Ja gut, hier gibt's sowieso nichts, also was lasse ich mir überhaupt hier Zeit? Bin ich selber schuld? RIP. Ja, und hier kommen wir nicht weiter ohne Rambi.
Ach man, ja, man muss da anscheinend durchspeeden. Kann man halt nicht wissen. Manchmal ist es halt so, ja, ziehe ich jetzt durch, gibt es ein Puzzleteil, gibt es hier kein Puzzleteil? Wollen die einen nur dazu baiten, durchzuziehen, damit man ein Puzzleteil verpasst? Das ist halt immer schwierig. Aber ich muss ja jetzt eigentlich auch durchziehen, sonst sterbe ich hier schon wieder unnötig. Oh, hier gibt es aber ein Puzzleteil, wunderbar. Das erste? Nee, ganz bestimmt nicht das erste und da habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, das wäre einfach ein ganz normales Fass, was man einfach so benutzen kann. Ach ja, geil. Jetzt müssen wir schon wieder da die Stelle zocken, alles klar. Ja, gut. Scheint aber legit zu sein, dass es das erste Puzzleteil ist. Immerhin haben wir hier erst das K. Das habe ich mal wieder ganz toll hinbekommen. Ich glaube, ich quatsche jetzt bei den Level auch nicht so viel rum. Weil das ist halt etwas tricky hier, wenn man hier auf den Eis rumrutscht. Dann auch noch die clunky Steuerung mit Rambi. Boah! Das war aber auch mehr als knapp. Das Puzzleteil haben wir schon. Und hier jetzt aufziehen. So. Alles klar. Checkpoint. Ah, gut, das Puzzleteil war jetzt auch nicht besonders schwierig. Geht's da? Nein, da geht's doch bestimmt rein. Da geht's rein, das sehe ich. Das sehe ich einfach. Nur ich war mir jetzt nicht sicher, ob von der Seite oder von oben. Ich werde es gleich mal von oben probieren, weil, ich meine, wenn wir da von der Seite versuchen reinzuspringen und man muss von oben rein, dann werden wir sterben. Und wenn man von der Seite rein muss, dann können wir uns sowieso noch umbringen. Oder hier einfach runterspringen. Da kann man da nicht rein. Doch, da kann man rein, ne? Ja, da kann man rein. Gut. Ach lol. Bricht das weg? Oh, das bricht weg. Wie war der Sprung denn jetzt so kurz? Ich bin auch mit Vollspeed gegengerannt. Das hat man aber jetzt gesehen, dass es Betrug war. Aber 100%. Ja gut, das haben wir jetzt schon eingesammelt. Brauchen wir nicht mehr. Und hier werde ich jetzt kurz warten. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Gut, dass ich das da nochmal mitgenommen habe. Beziehungsweise gut in dem Fall dann auch, dass ich hier nochmal gestorben bin. Moment. Das sieht ja auch verdächtig aus, die Stelle. Ah, gibt's aber anscheinend nichts. Okay. Alles klar. Ich weiß nicht, da hätte nach links gehen müssen. Eben. Ein wenig so aus, um ehrlich zu sein. Zack. Scheiße. Was musste man denn da machen? Da kam doch die Welle von hinten und dann... Hä? Komisch.
Werden wir gleich heraus. Ah, 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 ah. Scheiße. Da bin ich aus Versehen auf den Sprungknopf gekommen. Wollte ich eigentlich gar nicht springen, sondern wie gewohnt da durchspeeden. Aber ich glaube, ich probiere jetzt auch mal generell etwas schneller zu machen. Ich glaube, man darf sich hier gar nicht wirklich Zeit lassen. Und es ist halt auch eher so ein Level zum Durchspeeden. Ja, aber nicht so. Das ist halt das Ding bei solchen, ne? Man weiß halt nie, was kommt da als nächstes, was passiert da. Ja gut, ich war da jetzt schon eben, ist klar. Aber hier konnte man jetzt auch die ganze Zeit durchsprinten, deswegen habe ich halt gedacht, das geht da auch. Und dass man dann da in so ein hässliches Loch reinfällt, kann man halt nicht wissen. So, zack. Okay, ja gut. Jetzt bewegt. Oh, was? Entspann dich doch mal einfach eine Runde. Alter, deswegen kam er es eben so, als würde man das gar nicht schaffen. Weil die Welle einfach so schnell ist. Also, weil die so durchspeedet, nachdem man da mit den Fass geschossen ist. So, zack. Hier möglichst früh los. Und wenn man hier weiß, was auf einen zukommt, dann ist man auch schon ziemlich gut dabei. Boah, meine Fresse, ne? Holy shit. Haben wir alles? Nein, natürlich nicht. War mir aber auch schon klar, dass ich hier schon wieder einen Puzzleteil vergesse. Ich meine, ist halt kein leichter Level, ne? Ist halt die letzte Welt, ist kein Kindergarten mehr. Deswegen ist schon legit. Ein Puzzleteil ist in Ordnung. Nicht so wie bei dem Raketenfass-Level. Erstmal 4 Stück übersehen. Boah, ne. Ja gut. Dann würde ich aber auch schon wieder sagen, war's das für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und bis bald. Ciao.